Hier gibt ein Vogelstrauß richtig Gas. Mitten in China büxt dieser Strauß während der Fahrt von einem Anhänger aus und gibt Kniegas. Linke Spur, rechte Spur und das immer ohne zu blinken. Die anderen Autofahrer staunen nicht schlecht, fahren in gebührendem Abstand hinterher, versuchen das Tier mit der Hupe zu verscheuchen. Südlich von Peking in Tianjin kommt es zu diesem kuriosen Vorfall. Der Vogelstrauß kann schließlich eingefangen und seinem Besitzer wieder unverletzt übergeben werden. Strauße können nicht fliegen, aber bis zu 70 km/h schnell werden. Ob dieser Vogelstrauß auf der Autobahn in China geblitzt wurde, ist nicht bekannt.